So, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA 23. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Celta Vigo ist der Gegner und es ist auswärts Pokalspiel. Die wollen 50 delegieren. Moment, da machen wir jetzt mal was anderes. Das braucht er gar nicht auf die Idee zu kommen. Wenn ich sage, verkaufst du mal 50 Millionen, mal gucken, ob das Bezahlung abspringen. Aber da kümmern wir uns erstmal später drum. Jetzt haben wir erstmal das nächste Match. Wie gesagt, Celta Vigo, der Gegner. So, jetzt muss ich gerade gucken. Ja. So. Sanchez rein. Sainz rein, Entschuldigung. Immer neu. So. Okay, gehen wir ran ans Match. Mal durch, von meiner Dose Energy nehmen. Willkommen zu unserer heutigen Partie. Wir begrüßen Sie ganz herzlich hier. Ist übrigens tatsächlich der neue Gönnergy von Montana Black. Das Gelbe, ich habe es heute mal gekauft. Gegönnt. Und es schmeckt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir freuen uns heute auf das Achtelfinale in diesem Wettbewerb. Celta Vigo gegen Athletic Bilbao. Achtelfinale also in diesem Wettbewerb, Wolf. Und jetzt wird es langsam ernst. Wer schafft den Sprung ins Viertelfinale? Beide mit guten Chancen. Und das spricht natürlich für eine interessante Begegnung. Hier also die Aufstellung von Celta Vigo. Schauen wir kurz drauf. Taktisch heute eher konventionell, 4-4-2. Und das heißt für uns als Zuschauer natürlich, wir dürfen uns auf viele Angriffe, viele offensive Situationen freuen. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Sie wählen heute das 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, die Abwehr in Probleme zu bringen. Ja, Merino wieder dabei. Ja, wir wollen ja natürlich weiterkommen. Weitermachen in der Champions League. Aber jetzt erstmal Pokal. Oh, dann geht's los. So lange Zeit wieder FIFA. Das ist eigentlich Zocke. Ich glaube, 2 Wochen jetzt fast oder so. Ich bin ja wieder fit aus meinem Urlaub. Jetzt, was heißt fit, aber ich bin zurück. Am Ball via libre. Den Zweikampf führt er sehr gut. Und bin ja in knapp 4,5 Wochen ja schon wieder weg. Und da hoffe ich, dass ich wieder euch Material bringen kann. Ausreichend Material bringen. Immer noch. Ah, das sieht gut aus. Gefährliche Szene. Was für eine Aktion. So erste gute Chance, erste guter Versuch. Was für eine Rettung. Aber leider noch nicht. Daniel Olmo. Da ist er da. Guter Otavio. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Gorosabel. Jetzt kommt die Flanke rein. So leicht. Gut aufgepasst, da der vom Keeper. Ja, passt auf. Wieder aufgepasst, da keine Abschlusschance. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da. Aha, Mann. Und das zahlt sich in dieser Szene aus. Frage, war das nicht aus irgendwie der Ball? Mingueza.
Iñaki Williams dürfte heute sicher einer der wichtigsten Spieler sein. Also mit dem Ball am Fuß, da gibt es nur wenige, die so viel drauf haben, die so zaubern können. Wenn da oh, wäre gut aufgepasst. Dazu kommt, dann wird's gefährlich, dann fallen auch die Tore. Williams. Der hat ein bisschen zu viel Platz, meiner Meinung nach. Wer soll sie gar sein? Er nimmt ihn und macht ihn. Gerade doch über ihn gesprochen, jetzt macht er sein Tor. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann ist die Abwehr zwar da, dann ist sie dran. Aber ist einfach ja, der Keeper er kriegt ja seine Pfoten auch hin, aber. Ja. Verhindern kann er den Einschlag nicht. Und damit steht es 1:0 für uns. Ja, Ende September kommt ja das neue EAFC raus. 24 raus. Da freue ich mich auch schon drauf. Da muss ich mir das auch mal noch vorbestellen. Das heißt, faktisch, es ist definitiv die letzte Saison hier. Williams. Er hat die Chance. Dann mal schauen, was wir machen. Ich bin gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Ecke kommt. Egal, wie das heute hier ausgeht. Weil die Champions League haben wir ja schon gewonnen. Ja, das war genau richtig. Mit Bayreuth. Sie gehen dazwischen. Allerdings auf der PlayStation 4 und nicht auf der 5. Mila! Das ist ein bisschen gefährlich. Rosabel versucht die Grätsche zu setzen, aber. Er schießt! Den hält er natürlich. Und jetzt hat Kipper ihn. Da bedankt er sich. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. Schöner Pass jetzt. Und von vorne bis hinten durchgespielt. Und am Ende landet der Ball bei Villa Libre. Und dann steht es 0:2. Bei Kepa angefangen. Perfekt durchgespielt. So ist dieses Tor entstanden. Zunächst kommt die Flanke und dann kommt der Kopfball technisch wunderbar gemacht. Ist das, da gibt es gar nichts zu halten. Ja, wenn der Keeper war, da diesmal nichts zu halten. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Jeremia. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Solari. Er versucht's, aber der Ball geht doch weit vorbei. Athletic Bilbao ist die spielbestimmende Mannschaft, zeigt sich Gozabel natürlich auch an der Ballbesitzquote. Boah, auch die Chance holen. Ja, lieber, ein schönes Ding da. Aktiv, also mit dieser Führung im Rücken. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Eben, spektakuläre Nummer. Was hat er da? Starke Aktion. Bist du jetzt eigentlich gleich Halbzeit sein? Das war doch ein Tor. Das musste doch ein Tor sein. Unglaublich. Xavi. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Guter Schuss jetzt. Und dann ist Pause. Da hören wir den Pausenpfiff. Der erste Durchgang ist vorbei. Ja, dann nochmal Halbzeit. Bilbao hat Anstoß. Und dann hoffen wir mal, dass wir in der zweiten Halbzeit weitermachen. Beziehungsweise so weitermachen. Auf geht's. Und jetzt geht's hier weiter. Ja.
Williams. Dani Olmo. Das ist die Chance. Und da passt der Torhüter auf. Gut aufgepasst dort. Gut dazwischen gegangen. Da fangen sie den Pass ab. Gut abgefangen da und dann springt er jetzt mal weit, weit weg. Geht er ins Aus? Nee, geht er nicht. David Alaba ist zu Manchester United gewechselt und verlässt Real Madrid. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Ja, das fällt ein Handspiel. Da ist der Schuss. Schwacher Abschluss. Überhaupt nicht gefährlich. Vivian. Dani Olmo. Schöner Ball auf Gorosabel. Jetzt die Flanke. War das er? Wow! Schade, dass der nicht drin ist. Iñaki Williams. Oh mein Haar, der Doppelpark, aber schön gehalten. Ja, das war natürlich wichtig. Ist ein echter Rückhalt dieser Mannschaft. Jetzt wechseln sie hier aus. Das macht er stark. Er hat kein Problem bei diesem Eckball. Da wäre Platz auf außen. Ja. Aber der Ball ist weg. Die Gefahr damit. Also so wirklich haben Villarreal heute nichts zu melden. Der weiter für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts gegen Rayo Vallecano. Und auf die Partie freuen wir uns ganz besonders. Aber meistens sind das genau diese Gegner, wo du dann am Ende die Punkte liegen lässt. Er lässt sich da nicht aufhalten. Jetzt die Chance. Mein lieber Schwan, das war gefährlich. Im Strafraum kann das auch schnell Elfmeter geben. Aber es ist gut gegangen. Da können sie kontern. Sainz. Jetzt Sainz! Leider noch nicht das 0 zu 3. Und dann denke ich mal, es ist auch die Entscheidung. Jetzt der Eckball. Gut reagiert vom Torhüter. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ja, keiner soll schon, das ist Fehler, Alvaro. Gefährlich, der Steilpass. So, kommt Zelter hier irgendwie wieder ran und ist an das Spiel oder in der Spielreihe mit dem 1 zu 2 und dann könnte das wieder ein bisschen länger werden. Jetzt kommt die Ecke. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Das Tor, Volley genommen. Oh, der ist drin. Genauso meine ich das. Eine Wiederholung. Jetzt sehen wir auch, ob das Tor zählen muss. Und da hilft natürlich die Torlinientechnik. War ein knappes Ding, aber es oh, ist das bitter. Frage ist, ob das ohne die Technik auch funktioniert hätte. Ja gut, am Ende ist es dann doch klar. Also mit dem ersten ist eigentlich auch knapp, aber. Für Celta Vigo, es wird wieder eng. So, Celta ist wieder drin, nachdem wir unsere Chance nicht genutzt haben. So fangen sie den Angriff früher ab, sehr gut. Plötzlich ist es Celta wieder dabei. Die Keeper hat sie gut im Spiel gehalten, mehrmals. Sie noch die Chance zum Ausgleich. Jetzt gilt's. Und am Ende war es am Ende. Er hechtet, er macht sich lang und dann hat er diesen Ball. So, Ecke nochmal. Das könnte den späten Ausgleich. Vielleicht jetzt nochmal 81. 9 Minuten noch. Celta ist jetzt wieder komplett drin. Sie bekommen den Ball nicht raus. Da ist er mit dem Block. Nächste Ecke. Sag ja, Celta ist wieder komplett drin in der Partie. Machen die den Ausgleich, sieht das wieder ganz anders aus. Das könnte ja klappen. Er zeigt auf den Punkt. Es gibt Elfmeter. Ich kotze gleich. Alles so souverän. Die Chance ist das dritte. Ja, ist das bitter. Na gut, Abpraller. Das kann der Ausgleich werden. Er macht das Tor. Gute Elfer. 2-2. Wir haben vielleicht noch ein bisschen länger. Nein, ich habe das Spiel natürlich nicht abgeschrieben. Ich habe das Spiel nicht abgeschrieben. Ich war ja auch da dran an das dritte. Wir machen es halt nur nicht, weil der Keeper mehrmals bei mich hält. Und dann fällt das 1 zu 2 nach der Ecke. Und jetzt kommt der Elfmeter. 6 Minuten haben wir hier noch. Olmo. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2 zu 2 passiert. Ecke. Einwurf für uns.
So, hier ist bald Schluss. Bocher. Unentschieden, 2:2. Zeit, unseren Blick kurz auf die Folgepartie zu richten. Buschi. Der nächste Gegner von Athletic Bilbao heißt Rayo Vallecano. Ach Mann, ist das ärgerlich. Das kotzt mich gerade so ein bisschen an. Weil eigentlich war, wie gesagt, das Ding schon ziemlich durch. Ja, ist halt blöd gelaufen jetzt, ne? So ein bisschen. So, wir wechseln natürlich jetzt ein bisschen. Richtig reingehängt, so müssen sie dann auch im nächsten Spiel auftreten. So, war jetzt ein bisschen neue Spieler, neuer. Hauptsache irgendwie vielleicht auch noch in der regulären. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Ein Grüßer. Ja, wird hier gut unterstützt. Eine sehr gute Möglichkeit, das ist die Chance zum Sieg. Bitte jetzt nicht! Ganz sicher geklärt. Sie versuchen es. Gut, wie er den Ball abblockt. Und Verlängerung. Oh, ein bisschen Glück dabei. Ich glaube, da war noch ein Pfosten irgendwo. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Es war so souverän. Aber wir haben halt uns in den letzten Minuten komplett den Stand abkaufen lassen. Espanyol steht schon in der nächsten Runde. Wir noch nicht. Wir müssen in die Verlängerung. Beim Ballbesitz nehmen sich beide nicht viel und beim Resultat natürlich bisher auch nicht. Unentschieden, alles drin, alles denkbar. Ja, es hat ja noch keiner. Und das sieht schon wieder nach einem guten Angriff aus. Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Muniain. Gut, aber der Ball ist erstmal weg. Chance für den Konter jetzt. Del Torre. Xavi. Da kann er sich den Ball holen. Es könnte für uns gehen. Ja, es ist ein Einwurf. Mann, das ist das Kürzen. Unai Vencedor. Auf Außen ist Platz. Jetzt die Alleingabe. Oh, und Blanco holt sich die Kugel weg. Xavi. Muniain. Dani Olmo. Olmo! Ah, da wäre jetzt Platz. Ein drin! Fantastisches Tor! 2-3! An der Ende der ersten Halbzeit der Verlängerung trifft Olmo zum 2:3. Nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Gegen Otamendi, gegen den Torschützen zum 1:2. Der Kapitän. Und dann ist es das Tor. Durch Olmo. Tor Nummer 1 in diesem Wettbewerb. Und ein wichtiges. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. So, jetzt irgendwie. Sie unterstützen gut. So. Darf man nochmal? So, jetzt kommt Maurice für Olmo. Der Torschütze raus. Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Starker Zweikampf. So. Das sieht vielversprechend aus. Riesenchance. Gut, das wäre es fast gewesen, wenn der durchkommt.
frei. Und jetzt die Chance. Oh, ist da stark. Kein Tor. Abseits. Aber abseits. Abseits. Aber es ist egal. Das ist nochmal eine. Es gibt. Alles korrekt gesehen. Zeit. Es nimmt am Ende eine Zeit von der Uhr. Das hat er geahnt. Er ist weg. Scheiße. Wir haben noch ein paar Minuten. Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Xavi. Strong Larsen. Harmloser Abschluss. Weg damit. Gutes frühes Stören. Er holt sich den Ball. Jetzt erst mal raus, der Konter. Pech. Zwei Minuten. Bitte jetzt nicht noch irgendwie ein Gegentor kassieren. Der Keeper ist hier draußen. Ecke kommt in den 16er. Und das war's erstmal wieder. Ja, der ist erstmal weg, der Ball. Aber jetzt ist es eh wurscht, weil ich wollte schön langen Ball spielen. Viel geht also nicht mehr. Pfeif ab, Schiri. Yes! Irgendwie in der Weiterkommen. Im Pokal ist es am Ende egal wie, Hauptsache man ist weiter. Nervensache hier. In der Verlängerung setzen sie sich durch und das sind natürlich so Spiele. Da werden die großen, die erfolgreichen Teams geboren. Da wachsen sie zusammen. Ich glaube, wenn du das hier. Puh, das hätte auch anders ausgehen können, die Nummer. Eigentlich souverän bis kurz nach der 70. Die Chance auf das Dritte, das Ding zuzumachen. Wir verpassen immer wieder die Chancen. Der Gegner kommt ran, 1-2. Dann kurz vor Ende doch nochmal der Elfmeter. Der auch richtig war, weil es ein Handspiel war, dieser Praller. Und dann hat der Gegner in der letzten Minute sogar nochmal die Riesenchance auf den Treffer zum eigenen 3-2, kurz vor Ende der regulären Spielzeit. Und dann haben wir es Gott sei Dank mit ein bisschen Dusel irgendwie in die nächste Runde geschafft. Am Ende ist es eh wurscht. Hauptsache, wir sind weiter. Am Ende fragt keiner mehr nach dem Wie. Hauptsache, man ist durch. So, gucken wir mal kurz auf die anderen Ergebnisse. Es hat sich jetzt eigentlich nichts Überraschendes. Außer vielleicht Valencia. Aber, naja, egal. Wir sind weiter. Am Ende ist es wurscht. Wie? Ja. Naja. Gut. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Das ist dann in der nächsten Folge. Nämlich morgen, da geht's nach Huesca. Ebenfalls wieder auswärts. Und da gibt's dann ebenfalls in der Copa de España. Also nichts Radio Vallecano, sondern Huesca. Auswärts. Bis dann. Tschüss.